Gut, fangen wir an. ein paar Worte erstmal zu mir. Also das ist völlig richtig. Also mein ökologisches Interesse geht weit über die Nutzung von alten Computern hinaus. aber stimmt tatsächlich, ich habe ein bisschen vorher angefangen, aber der Computer, der mich am meisten gekriegt hat, war 1988 ein Commodore 64 und ich habe ihn immer noch. Ich war gerade erst im November auf einer Party, wo sich 300 Enthusiasten da getroffen haben und echt eine Menge Spaß hatten mit dem Rechner. Also das war, was ist halt wesentlich, ne? Es macht Spaß. Natürlich kann ich damit jetzt kein Online-Banking machen, aber gut, dafür habe ich einen anderen Rechner. Kommen wir gleich zu. Ich bin freiberuflicher Ingenieur. Ich bin seit 2008 Linux-Kernel-Entwickler. Also ich arbeite wirklich an dem Kern von Linux, mache Hardware-Unterstützung. Ich kriege also immer ein Päckchen aus Japan, da ist dann neue Hardware drin und dann hinterher soll die unter Linux laufen. Das ist mein Job. Und ich mache den gerne, weil es mein technisches Interesse deckt und weil ich einfach an freie Software glaube und weil das so ein Herzensanliegen von mir ist. Das ist also im größeren Kontext, geht es da auch um freies Wissen. Und ich kann halt meine technische Verspieltheit mit diesem Glauben an, hey, lasst uns zusammenarbeiten und lasst uns dieses Wissen offen halten, damit jeder machen kann, was er will, da kommt das einfach super gut zusammen. Und demzufolge ist das jetzt nicht nur mein kommerzielles Umfeld, sondern es ist auch echt ein privates. Also ich habe mich jetzt im Linux-Kernel, also ich bin auch ein sogenannter Maintainer, das heißt, ich habe Verantwortung für einen Bereich übernommen, um dort einfach sicherzustellen, dass es funktioniert. Und ich arbeite also auch gern mit anderen Softwareprojekten zusammen. Ich freue mich total, nach Weihnachten wieder zum Chaos-Kongress zu fahren, um da halt mit Leuten zu reden und zu schauen. Ich bin total begeistert, für was die Linux alles einsetzen. Da macht mir das Entwickeln gleich immer doppelt und dreifach so viel Spaß. Genau, über ökologische Themen habe ich ein bisschen was gesagt. Und meine Aufgabe heute ist es, ich werde ziemlich viel anreißen, weil die Zeit einfach nicht reicht. Ich habe das sogar mal auf 25 gekürzt von den 30, weil ich echt auch euch die Zeit für Fragen geben will. Also falls es hier irgendwie Fachleute gibt, also wenn ihr denkt, na, das war jetzt aber ein bisschen ungenau, dann vielleicht ein bisschen Wohlwollen. Meistens weiß ich es besser. Mach's also irgendwie nur wegen der Kürze der Zeit vielleicht ein bisschen vereinfacht. Wenn es euch arg gegen den Strich geht, könnt ihr mir das gerne am Ende nochmal sagen. Aber so versuchen wir das. Aber jetzt so viel zu mir. Das, was ich an diesem Vortrag sehr, sehr spannend und auch ein bisschen aufregend finde, ist, ich kann euch so schlecht einschätzen. Ich weiß gar nicht, wer sitzt mir denn hier gegenüber. Und da ich euch weder langweilen noch überfordern will, habe ich mal 5 Fragen an euch, wo ich euch echt bitten würde, mal kurz durch Handzeichen dann mal zu sagen, wo ihr steht. Das ist natürlich überhaupt kein Test. Das ist einfach nur, damit ich so weiß, wo ich vielleicht ein bisschen mehr sagen muss oder wo ich drüber weggehen kann. Also, wer weiß denn, dass man Quelltexte braucht, um Software vernünftig pflegen zu können? Super. Gut, das sind die meisten. Also kann ich kurz sagen, meistens kriegt man Software so wie einen fertigen Kuchen. Das ist lecker, aber wenn man wirklich was dran verändern will, braucht man das Rezept. Und da wird es hier viel drum gehen, dass man dieses Rezept kriegt, damit man diese Software pflegen kann. Wer hat schon mal von diesem schönen Beispiel gehört, dass es bei freier Software um Freiheit geht und nicht um Freibier? Gut, das ist super, das sind eigentlich fast alle. Also der Freiheitsgedanke, die ist zwar immer häufig kostenlos, aber das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt von der Dianze. Wer kennt den Begriff Copyleft? Jetzt dünnt sich es ein bisschen aus, aber es ist immer noch relativ viel, das ist ganz schön, da habe ich dann extra eine Folie zu. Wer weiß, dass Android auf Linux basiert? Auch gut, wow, cool. Also für alle, die es noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Also wenn ihr gefragt wird, benutzt du Linux und ihr habt ein Android-Handy, könntet ihr bei so einer formulierten Frage durchaus ja sagen. Man geht davon aus, dass in westlichen normalen Haushalten die Leute 3 Linux-Geräte haben und das gar nicht wissen. So, letzte Frage. Wer hat schon mal ein Gerät mit freier Firmware bespielt? Na, das ist doch schon sehr ordentlich, finde ich gut. Ja, und ich gestehe, das deckt so ungefähr meine Erwartungen. Gut, danke schön.
wenig überrascht. Ich habe jetzt für dieses, was da steht, keinen wissenschaftlichen Beweis. Ich habe jetzt keine Umfrage. Ich weiß es aus meinem Bekanntenkreis. Und wenn ich hier fragen würde, würden jetzt wahrscheinlich auch viele die Hand heben. Nicht jeder will alle zwei Jahre neue Geräte kaufen. Die meisten Menschen sind, zumindest aus meinem Umfeld, und das finde ich reicht völlig aus, sind froh, wenn sie, und ich nehme mich da voll mit rein, wenn ich mich einmal an ein neues Telefon gewöhnt habe, will ich auch nicht alle zwei Jahre schon wieder was Neues lernen. Ich will das Ding einfach benutzen, bis ich tatsächlich denke, ich brauche was anderes oder bis es halt auseinanderfällt. Und ich möchte aber hier einfach nochmal betonen, ich möchte jetzt ja auch hier nicht erziehen und predigen. Wenn es Leute gibt, die irgendwie Spaß an neuester Technik und neuesten Trends haben, dann will ich denen das nicht verbieten. Die können das gerne weiterhin machen. Was ich halt gerade sehe, ist, dass die Leute, die gerne bei ihrem Telefon oder das Tablet oder Computer oder was auch immer, wenn die da gerne länger bleiben wollen, dass die auch ihre Möglichkeit haben. Und da sehe ich im Moment einfach gerade große Differenzen oder halt Möglichkeiten, die nicht gegeben ist. Das kam ja auch in dem Vortrag davor ganz schön zur Sprache. Also da gibt es was zu tun. Und ich fange mal mit guten Beispielen an, die es heute tatsächlich schon gibt. Ich habe zu Hause, ich habe ein Arbeitspferd, das ist ein etwas neuerer Rechner, und dann habe ich meinen privaten Laptop. Das ist ein Dell D530, den habe ich im Jahr 2008 gekriegt, das ist 10 Jahre her. Das war damals schon recht günstig, weil der schon damals ein Auslaufmodell war. So, wenn ich jetzt da irgendwie mit Windows arbeiten wollen würde, hätte ich zwischen den drei Versionen, die mittlerweile als veraltet gelten, hätte ich nur noch die Wahl und ich hätte Treiber von 2013. Also mit Sicherheitsupdates oder irgendwelcher Pflege kann man da nicht mehr kommen. Der wäre schon ganz schön obsolet. Aber, juhu, es gibt GNU Linux und auf diesem Rechner läuft Debian 9.6 und das ist eine Debian-Version von November 2018. Ich gucke mal auf die Uhr, das ist ungefähr heute. Und ich sage jetzt Debian, weil das meine Wahl ist. Es gibt zig andere Linux-Varianten. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich nicht die neuesten technischen Spielereien habe. Die interessieren mich eigentlich auch weniger, also irgendwelche Compiz, Super, Window-Management, Bloody-Bloops. Und das ermöglicht mir, diesen 10 Jahre alten Laptop mit heutiger Software zu betreiben. Das Einzige, wo ich merke, dass es langsam wird, ist bei meinem Browsen im Web, weil die Webseiten einfach immer schlechter programmiert sind. Das ist einfach räudig, aber alles andere funktioniert relativ gut. Und das ermöglicht mir, den auch wirklich so lange zu nutzen, bis er auseinanderfällt, was er wirklich auch so langsam tut. Also ich kann die Tastatur nicht mehr reinstecken, weil ich dann irgendwelche Erdungsfehler kriege. Ich kann die nur noch drauflegen und all sowas. Aber das ist dann auch mal schön, dass man wieder in solche Bereiche kommt und nicht eben nach 2 Jahren wegschmeißt. Ein anderes Beispiel ist ein Telefon, Droid 4. Das gab es größtenteils nur in den USA. Ist für Linux-Entwickler deswegen interessant, weil der Hardware-Support, der wirklich schon vom offiziellen Linux-Kernel gepflegt wird, ist sehr, sehr hoch. Also das macht, es ist sehr viel über dieses Gerät bekannt. Gebaut wurde es 2012, ausgeliefert damals mit einem Android 2.3. Ein gutes Jahr, bis Ende 2013 wurde es dann bis Android 4.1.2 hochgehoben und dann im November hat Motorola den Support gekündigt und ich habe da mal hier diesen User EvilNut habe ich da gefunden, der gesagt hat, ich bin also total schockiert, das ist für mich so ein cooles Telefon, ich mache so viel damit, ich habe seit Februar 2012 und jetzt hofft er schon auf das nächste Telefon, das hoffentlich rauskommt und das ist gerade mal, wie wir gerade gehört haben, gute 18 Monate her. Und es ist ein Telefon, wo man vielleicht auch heute nicht die neuesten Spiele drauf spielen kann, aber ich denke mal, sowas wie telefonieren, SMS schicken und so weiter, das wird da schon noch gehen. Und es geht auch, denn es gibt ein Community-Update für dieses Telefon. Das letzte ist von 2017, das ist ein Android 7. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, warum es keine weiteren Updates gibt. Ich vermute, es hat einfach nur keiner gemacht. Aber das Schöne ist, jemand könnte es machen, weil alles, was man dafür braucht, ist verfügbar. Und schon hat dieses Gerät eine viel, viel längere Lebensdauer. Ich habe mir neulich
aus den USA einfach mal 12 Stück bestellt, weil ich das irgendwie spannend fand, mit denen rumzuspielen. Freie Software. Warum gerade die? Erstmal, also auf das Kernstück komme ich gleich noch, aber es ist wirklich ein Riesenvorteil, dass man sich unabhängig machen kann, also in Fachkreisen Vendor-Login, also man kann sich von dem Hersteller unabhängig machen. Das ist nicht nur für Privatleute interessant, das ist auch für Firmen interessant, wenn sie nicht vom einen Anbieter abhängig sind. Deswegen ist ein Grund, das ist der große Grund, warum Android Open Source ist. Das geht nicht so sehr um die einzelnen Leute, sondern es ist ein Businessmodell dahinter, so wie ich das verstehe. Und das heißt aber, dass jeder Gruppen oder sich Communities bilden können, die irgendwie eine Alternative bieten können. Das kann ein Fall kann sein, dass man das wirklich übernimmt, der Hersteller will nicht werden, na gut, dann machen wir. Aber mir auch wichtig zu sagen, dass man das parallel pflegen kann. Ne? Wenn der Hersteller den Weg gibt und der ist dir datenschutzrechtlich zu krass oder zu unsicher, dann kann es schon parallel dazu eine Alternative geben. Und jeder kann sein Telefon dann hoffentlich mehr, oder Tablet, was immer. Ich werde jetzt viel von Telefon reden, aber es geht natürlich auch um eine ganz viele Klassen von Geräten. Und dass das daran, dass man das machen kann, liegt, dass bei freier Software die Softwarequellen, die man braucht, zur Verfügung stehen. Das ist das, ne? Man hat die Rezepte, um sich einen eigenen Kuchen zu backen, der zwar sehr dem vom Hersteller sehr, sehr ähnlich ist, aber doch so einen leicht anderen Geschmack hat. Und der Geschmack von besserem Datenschutz ist, also ich finde den sehr, sehr lecker. Und das ist so für mich hier, also jetzt wirklich eine ganz wesentliche Folie. Und hier geht es um das vorhin abgefragte Copyleft. Es gibt bei freier Software eben die Möglichkeit, also gibt es zwei Lager, sagen wir mal, und das eine Lager, jetzt kommt es mit den Vereinfachungen, ne? Das eine Lager sagt, wir sind so frei, dass du alles machen kannst, ohne, du musst uns noch nicht mal was zurückgeben. Das ist so aus einer, also was Konsequenz angeht, ist das schon sehr konsequent. Und dann gibt es diese Copyleft-Leute, die sagen, ja, du kannst alles machen, solange du die Freiheit nicht einschränkst. Das heißt, wenn du unser freies Programm nimmst und es veränderst und weitergibst, dann musst du deine Veränderung, die sind dann auch frei, die musst du rausgeben. Und das Schöne ist, der Linux-Kern, der ist unter so einer Copyleft-Lizenz und das ist ganz schön nervig hier. Das ist mein erster Kontakt mit einem Virenschutzprogramm seit 15 Jahren oder so. Gut. Das heißt, wenn jemand das Betriebssystem an sein Telefon, was auch immer, anpasst, dann müssen diese Anpassungen wieder freigegeben werden. Und das ermöglicht anderen Leuten zu verstehen, wie das Telefon funktioniert, es zu übernehmen und daraus dann was Eigenes zu machen. Also das ist wirklich das Kernrezept. Das funktioniert für andere Softwareschichten genauso, aber gerade wenn es so da unten an die Hardware geht, wie funktioniert die einfach, gerade wenn sie so verklebt ist und man nicht mehr nachgucken kann, dann ist das schon echt wichtig nachzugucken, wie das Betriebssystem eigentlich mit dieser Hardware umgeht. Die Kritik an Copyleft ist so ein bisschen, ja, ihr seid ja nicht ganz frei, ihr zwingt ja. Für mich hat das so eine Parallele zu wenn man als sehr toleranter Mensch, toleriert man die Intoleranten? Ne? So, das ist so ein bisschen die Frage dahinter. Allein über diese Frage könnte man schon Stunden und Tage reden, wird auch gemacht. Ich belasse es mal hier, da ich glaube, es wird deutlich, dass ich ein großer Verfechter von Copyleft bin. Ich finde es, danke, soll jeder machen können, was er will, aber in meiner Überzeugung ist es schon gut, wirklich eine klare Regelung zu haben, dass was zurückgeben gehen soll. Wenn die Firmen das nämlich nicht machen, ich meine, das ist die Lizenz, ne? Dann sind das Raubkopierer. Ja? Da kann ich habe am Linux-Kern, ich habe Copyright. Streng genommen könnte ich die auf Unterlassung, ne? Wenn die ein Telefon vertreiben und den Linux-Kern, der ist da drin und die haben den geändert und rücken das nicht raus, dann kann ich sagen, oh, ich
also wenn es ganz schlimm kommt, ne, könnte ich sagen, Unterlassung dürft ihr nicht. Und dann haben die ein Problem. Man arbeitet da kooperativ, also die meisten Firmen machen das mehr oder weniger, aber es gibt ein paar schwarze Schafe, auch darüber könnte man ewig lange reden. Aber für mich, dieses Copyleft, was frei ist, muss frei bleiben, ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor, dass man eben Geräte länger leben lassen kann. Und wenn man jetzt so guckt, wieder, ich bleibe mal bei Telefon, was hätten wir denn für Kandidaten? Also Apple iOS fällt raus, ist halt keine freie Software. Können wir dafür nicht nehmen. Windows Mobile fällt raus, weil es auch keine freie Software ist und weil es auch mittlerweile total irrelevant ist. Der Support wurde eingestellt, also Microsoft wird es nicht mehr vorführen. Und dann haben wir noch Android oder das AOSP, ich glaube, das heißt Android Open Source Project, wenn ich, danke. Das ist jetzt wirklich ein großer Player, der in ganz großen Teilen auf freier Software basiert und wie ich schon eben sagte, eigentlich mehr aus so einem Business-Gedanken, weil die dann hingehen können, also zu anderen Smartphone-Herstellern gehen können und sagen, hier unser Betriebssystem und wenn du es anpassen willst, dann mach es. Und das ist ein Verkaufsargument. Und dass das Communities und einzelne Leute machen können, ist dann natürlich auch gut. Und es wird gemacht, also zum Beispiel das FireOS, was Amazon mit seinen Kindles und hast du nicht gesehen, vertreibt, basiert auf Android. Und es gibt ein paar kleine Kandidaten, die ich aber auch nennen will. Da gibt es dieses Postmarket OS, die wirklich sich darauf fokussieren, wirklich Geräte zu unterstützen, deren Lebenslaufzeit offiziell eigentlich schon beendet ist. Selfish OS ist auch ein alternatives Telefonbetriebssystem, was freie Software ist, und Memoleste, also wer Nokia N900 kennt, selbst dieses, es gibt nur ein Telefon, was dieses Betriebssystem, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gibt nur ein Telefon, was dieses Betriebssystem hat, und es gibt immer noch Leute, die das weiterpflegen und jetzt auch probieren, eben auf andere Telefone umzusetzen. Also da gibt es schon eine große Bereitschaft, weiterzumachen. Und was ist jetzt für einen normalen Nutzer, würde ich, der jetzt nicht so gerne bastelt und frickelt, würde ich schon irgendwie empfehlen, drauf zu schauen, dass das Projekt, also wenn man das möchte, ne, also eine eigene Firmware oder eine eigene Version, die das Telefon länger nutzbar macht, schon ein großes Projekt zu nehmen, was eine gewisse kritische Masse hat. Dadurch wird es dann auch einfacher nutzbar, als wenn man irgendwie immer mit den Entwicklern persönlich sich über irgendwelche Details diskutieren muss. Und da ist im Moment für Android, würde ich da das Lineage OS vorne sehen. Und das sind jetzt Texte von ihrer Webseite, also liest sich für mich ganz erfrischend. Verlängert die Funktionalität und Lebenszeit von Mobilgeräten von mehr als 20 Herstellern dank der Open Source Community von der ganzen Welt. Also da geht es darum, mehr Features und mehr Optionen, mehr Konfiguration und längere Lebenszeit. Das ist denen ein Anliegen. Und Postmarket OS haut voll in die gleiche Kerbe, ist eine Linux-Distribution, die keinen Grund sieht, Support für alte Geräte rauszuschmeißen. Versucht, den Ressourcen, eben angekündigten Ressourcenverbrauch, Software-Bloat minimal zu halten. Klar, als Nutzer kann man noch Software installieren und das wieder kaputt machen, aber erstmal, was mitkommt, ist wirklich minimal, sodass man eben auch mit alten Geräten noch so Kernfunktionalität haben kann. Und trotzdem, aber interessante Features werden zurückportiert. Ne? Wenn irgendwie ein Android keine verschlüsselte Dateien hat, das holen die mit zurück, weil das ist, kostet nicht allzu viel Rechenzeit, wenn man es richtig macht. Und das ist trotzdem was auch Leute mit alter Hardware vielleicht gerne hätten. Also da haben sie ein Auge drauf. Wir möchten unsere Geräte benutzen, bis sie kaputt gehen, also Hardware physisch kaputt gehen. Und das finde ich einen großartigen Ansatz. Das ist jetzt, wo bin ich eigentlich? Da bin ich zeitmäßig. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung von den beiden Varianten eben. Also es gibt jetzt schon Android-Varianten,
die besser sind für die Datensicherheit, weil sie weniger aufgezwungene Apps haben und eine bessere Rechteverwaltung. Man muss ein bisschen drauf gucken. Leute, die normale Androids gewohnt sind, die werden sich dann wundern und sagen, wo ist denn das, wo ist denn das? Da geht ja gar nichts, das kann ich gar nicht benutzen. Deswegen finde ich es, um das ein bisschen verbreitbarer zu machen, schon gut, dass man das optional nachinstallieren kann, wer das denn haben möchte. Das gibt es für dieses Lineage OS aber. Also erstmal ist es Google, also diese proprietären Google-Applikationen sind erstmal nicht dabei, aber wer sie haben möchte, kann sie dazu installieren. Und wie dieses Postmarket OS oder aber es gibt auch andere Beispiele, weniger Schnickschnack macht die Geräte nicht so schnell obsolet. Klassische Frage, geil, mehr Einstellungen, weniger Datensammlung und warum machen wir das nicht alle? Warum so? Im Moment ist es noch so, dass einfach, man kann es nicht für jedes Telefon, ist es noch nicht verfügbar. Dazu gibt es einfach zu viele Telefone und zu wenig Manpower. Also es gibt tatsächlich durchaus genug freie Software, sage ich mal, Informationen, dass man noch mehr Geräte da hinzufügen kann, aber es muss halt jemand machen. Und da ist der Bedarf an Arbeitskraft oder Leute, die das machen, größer als das, was zur Verfügung steht. Damit unterscheidet es sich nicht von dem kommerziellen Bereich im Linux-Kern, wo ich arbeite. Also selbst wenn große Firmen Unterstützung suchen, es gibt viel mehr zu tun, als es Leute gibt, die das machen. Also wer irgendwie Lust hat, Geld zu verdienen, also C lernen und Linux-Kernel hacken, ist für mich also eine super sichere Bank. ja, so viel dazu. Und ich habe auch keine Schiss, dass mir jemand die Arbeit wegnimmt, weil es ist echt reichlich vorhanden. So, manchmal fehlen tatsächlich, manchmal will man ein Gerät unterstützen und diese berühmten Softwarequellen fehlen, was eigentlich eine Lizenzverletzung ist. Da muss man dann irgendwie, also man versucht es kooperativ zu lösen. Die meisten Firmen sind durchaus kooperativ, wenn man sie erstmal darauf aufmerksam macht, dass sie einen Fehler gemacht haben. Kann sich aber ein bisschen hinziehen, ist aber auch definitiv ein Grund, warum manche Unterstützung fehlt. Und jetzt wird es ein bisschen hakliger, manche Geräte sind verbarrikadiert. Also man kann sich zwar irgendwie seine eigene Software bauen, aber man kriegt sie nicht auf das Gerät drauf. Da gibt es dann wirklich irgendwelche kryptografischen oder sonst welchen Maßnahmen, die verhindert, dass man seine eigene Software da aufspielen kann. Das ist ein Problem, was viel diskutiert wird. Manche sehen da drin auch eine Lizenzverletzung, weil wenn ich Software modifizieren kann, heißt das, also geht das dann so in die Richtung, wenn ich sie aber nicht aufspielen kann, dann kann ich sie auch eigentlich nicht modifizieren. Also das sehe ich ja nicht in Aktion. Also da gibt es auch große Diskussionen um diesen Bereich. Ist ein Problem. Und deswegen, bei manchen ist es relativ einfach, da sagt man nur irgendwie ja, Developer-Modus an. Und bei manchen muss man wirklich mit irgendwelchen selbstgebauten Kabeln, kommen wir jetzt, das Ausspielen frickelig, irgendwie muss man ein USB-Kabel haben, wo man dann aber die Stromleitung kappt, damit es dann eine serielle Konsole wird. Oder man muss besonders präparierte Speicherkarten haben. Ist im Moment in den meisten Fällen noch nicht für jedermann wirklich gut machbar. Das ist leider so. Aber ich hoffe, dass das irgendwie nur jetzt so ein Startproblem ist. Gut, den Nachteil, dass Funktionalität fehlt und nachinstalliert werden muss, habe ich schon gesagt. Für Leute, die das nicht stört, unfreie Komponenten zu haben, die können das von mir aus gerne tun. Und meine Forderungen wären jetzt eher so an Hersteller und Nutzer gerichtet. Deswegen fand ich vorher die politischen Forderungen, die fand ich gut und sinnvoll. Ich fokussiere mich aber mehr jetzt mal auf uns. Und was gut wäre von den Herstellern zu fordern, eben was ich gerade sagte, das Einspielen von Alternativen sollte erleichtert werden. Also dieses Verbarrikadieren finde ich überhaupt nicht gut. Ich bin total okay damit, dass man irgendwo einen Knopf drückt, Entwicklermodus, dreimal sagt, ja, ich will wirklich und dann die Garantie verliert. Dass ein Hersteller sagt, für irgendwelche eigenen Firmware übernehme ich keine Garantie mehr, dafür habe ich Verständnis. Dann könnte man es ja auch so machen, man über die Garantiezeit nimmt man die Updates vom Hersteller und wenn die weg ist, kann man ja mit den eigenen rumbasteln. Das ist für mich völlig okay, solange es irgendeine Möglichkeit gibt, das wirklich einfach zu tun.
Einhaltung der Lizenzbedingungen, klar, also ich möchte, wenn die, ne, die Änderungen möchte ich haben, damit ich eben auch als Gemeinschaft diese Telefone weiter unterstützen habe. Und warum nicht? Warum sollen die Hersteller nicht auch wirklich direkt mit diesen freien, wenn sie keinen Bock mehr haben, irgendwie mit denen zusammenarbeiten und denen die Infos rüberschicken? Ich weiß, dass das, wenn man alle 18 Monate Gerät verkaufen will, kommerziell erstmal nicht so viel Sinn macht, aber ich hoffe, dass es irgendwo vielleicht auch dann eben durch Nutzer geprägten Umdenken gibt, wenn irgendwie Leute merken, das wird nachgefragt und die Leute wollen das und das ist irgendwie ein Verkaufsargument, dann von mir aus macht die Telefone 50 Euro teurer, aber rückt dann hinterher eure Software, also die Sachen raus, damit es nachgepflegt werden kann. Fände ich okay. Nutzerseitig, was es auf jeden Fall braucht, dass man den Leuten sagt, dass es solche Alternativen gibt. Also da kann ich mir vorstellen, dass viele Leute, dass man da offene Türen einrennt, wenn man sagt, du musst dich jetzt nicht, du kannst dein Telefon jetzt noch länger benutzen. Es wäre schön, wenn das irgendwann so einfach ist, wäre, dass das jeder selber machen kann. Da sind wir noch nicht, deswegen fände ich es auch okay, wenn es, also ich finde, mit freier Software kann man durchaus auch Geld verdienen, also wenn es da Dienstleister gibt, die das irgendwie zu fairen Konditionen da Leute an die Hand nehmen, sowas also anzubieten, fände ich durchaus auch eine spannende Idee. Und eben bei Nutzern, das was ich sage, der Unterschied zwischen Freiheit und Freibier, es ist erstmal ungewohnt, eine Software, die man kostenlos bekommen kann, dafür aber auch Geld zu bezahlen. Fände ich aber gut, mal drüber nachzudenken, also sei es als Spende oder als Supportvertrag oder was auch immer, da es braucht halt Infrastruktur, es braucht Leute, die dran arbeiten, es braucht auch Geld und ja, also darüber mal nachzudenken, will ich für freie Software nicht auch mal Geld in die Hand nehmen? Lass es mal ein paar tausend Leute, 1 Euro im Monat sein, da kannst du schon einen Entwickler mit von bezahlen. Und da ein Entwickler Vollzeit, der kann schon auch eine Menge machen in so einem Bereich, was Gerätepflege angeht. Genau, und halt den Herstellern auch ruhig mal nachfragen, ne? So wie denn das mit der Offenheit in dem System ist, kann ich denn da auch irgendwie was Eigenes einspielen? Also durchaus sich bemerkbar machen. Und auch da, wer Lust hat, wer programmieren kann, wer testen will, wer anderen Leuten helfen will, kann da natürlich auch gern mitmachen. Ich weiß, es gibt furchtbar viel, wo man mitmachen könnte und man weiß gar nicht, hier wäre auch noch eine Möglichkeit. Meine Zusammenfassung wäre, freie Software, ich betone es nochmal mit Copyleft, finde ich da echt wichtig, also was frei ist, muss auch frei bleiben, macht es technisch und juristisch möglich, Software auf eigene Faust weiterzuentwickeln oder zu pflegen. Oder eben ihnen eine Richtung zu geben, die der Hersteller gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wenn wir das haben, kann man Geräte wieder nutzen, bis sie auseinanderfallen. Vielleicht, keine Ahnung, ich kann ja nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, noch eine Idee für einen Vortrag habe, kann ich euch sagen, ob mein Dell D530 noch lebt oder nicht. Aber dazu muss man Geräte auch selbst updaten können. Bei Computern geht das leicht, bei diesen Tablets und Telefonen ist es noch ein großes Spannungsfeld. Aber da lohnt es sich für einzustehen. Und halt, was ich am Ende sagte, frei bedeutet unter Umständen nicht kostenlos. Das wäre wirklich noch was wo es, glaube ich, von Nutzerseite vielleicht ein bisschen ein Umdenken braucht. Und wer basteln kann, der kriegt das bestimmt auch kostenlos hin. So, ich bin ein bisschen mehr als... Wuhu. Doch ganz schön da durchgerauscht. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfahren. Aber ich höre schon die Engel singen. Sind wir lauter? Können wir Fragen stellen? Ja. Hier geht's ja ab. So, Fragen bitte. Genau. Jo, ich würde ja gerne Open Source freundliche Hardware kaufen und finde das gar nicht so einfach, wenn ich einen Laptop kaufe, zu wissen, wie frei sind, also kriegt man da die freien Treiber für oder nicht. Also da wünsche ich mir so eine Art Warnzeichen. Was siehst du da für Möglichkeiten als Kernel-Entwickler?
Meinst du jetzt wirklich freie Hardware oder Hardware, die von... Nicht freie Hardware, aber Hardware, die die Schnittstellen offenlegen muss, freie Treiber für Glück und so weiter. Das sehe ich aus dem Laptop erstmal nicht an. Ja. Sehr viel, also es ist... Also die Frage war, wie kriege ich denn raus, ob irgendeine Hardware von freier Software unterstützt wird? Das ist eine gute Frage. Also ich kenne ein paar Datenbanken, die das versucht haben und irgendwie alle nach einer gewissen Zeit gescheitert sind. Ich kaufe nur mindestens 5 Jahre alte Hardware und guck dann, ob andere Leute Probleme hatten oder nicht. Ein Label. Also die FSF, die Free Software Foundation, hat so ein Label, aber es gibt irgendwie 4 oder 5 Geräte, die das haben. Okay, erstmal danke für dein Engagement in der Kernel-Entwicklung. Und meine Frage ist jetzt eher in Richtung Desktop-PCs. Ich habe persönlich die Wahrnehmung, dass sehr viele Desktop-PCs auch weggeschmissen werden, obwohl sie noch laufen würden. Sollte Desktop Linux mehr Mainstream werden und wenn ja, wie? Also, ich finde es gut, dass es viele Desktop-Varianten von Linux gibt und jeder sich da seins raussuchen kann. Und ich für mich nutze halt Debian, aber wenn Leute wirklich, die nicht so technikaffin sind, aber doch irgendwie mal Linux haben wollen, ich hau den Linux Mint drauf und die sind eigentlich ganz glücklich. Also so. Und da würde ich einfach mal, also da würde ich jetzt erstmal keine Forderung sehen. Ich finde die Diversität da einfach gut. Und beantwortet das deine Frage? Ich meinte einfach, dass die Wahrnehmung, dass es die Möglichkeit gibt, Linux draufzuspielen, einfach nicht da ist. Und was man da machen könnte, um das besser zu kommunizieren, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja, das ist ein bisschen wie das Problem, was ich sagte, also ob Sie es nur auf dem Telefon wissen, dass es eine Möglichkeit gibt oder dass Sie es auf dem Computer wissen. Ich bin kein großer Freund davon, Menschen zu erziehen, irgendwas zu tun. Also ich denke, es geht nur multiplikatorisch. Und ich finde, also wenn ich irgendwie mitkriege, da benutzt nur jemand LibreOffice und Firefox auf seinem Windows-Rechner und da würde Linux genauso gut gehen, dann lasse ich die das mal mit einer Live-CD ausprobieren und wenn das funktioniert, dann stellen wir um und dann einfach darüber. Also ja, also so sehe ich das. Das wird noch ein bisschen brauchen. Gibt es bei der Linux-Kernel-Entwicklung irgendwelche Bestrebungen oder die Idee, die Entwicklung mal in Anführungszeichen zu verlangsamen? Also jetzt wird ja sehr viel gemacht und es ändert sich oft was und wenn es irgendwann mal die Community nicht mehr gibt oder keine Ahnung oder also, weißt du grob, wie ich meine? Also, dass man nicht mehr so viel Arbeit reinstecken muss oder es sich oft was ändert, dass dann Treiber nicht mehr funktionieren oder so. Also den Fall hatte ich mit einem USB-WLAN-Gerät, der Treiber war für einen Dreierkernel und der hat dann halt mit dem neuen nicht funktioniert. Das kann man portieren, aber muss man halt können. Ne? Also du möchtest die Entwicklung verlangsamen, weil durch die schnelle Geschwindigkeit auch oft das was kaputt geht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber vielleicht wäre es ja in nicht. Auf lange Sicht gut. Also es wird sich verlangsamen, weil also die Anzahl der Leute, die was ändern wollen, nimmt ganz schön zu, was ja irgendwie auch schön ist, weil sie verstanden haben, dass gemeinschaftliche Arbeit was Tolles ist. Aber die Menschen, die das bewerten und dann also praktisch als Torhüter entscheiden, das kommt rein, das nicht, das braucht noch die Änderung, die nehmen nicht im gleichen Maße zu. Also das Problem habe ich. Wer bei mir in meinen Subsystemen einen Änderungsvorschlag einreicht, der muss mit Wochen von Wartezeit rechnen, weil ich komme gar nicht dazu. Also von daher erledigt sich das ein bisschen natürlich. Es wird natürlich viel der Entwicklung von Firmen getrieben, die ihre Features oder ihre Hardware unterstützt haben wollen. Von daher sehe ich da eher, außer von diesem natürlicher Bremse, aber so jetzt von dem Bestreben erstmal keine Verlangsamung. Eine letzte Frage.
Frage, so jetzt. Sie haben sich auch noch gemeldet, habe ich gesehen. Ich muss aufgrund der Zeit, glaube ich, schließen. Also ich kann noch. Genau, aber ich habe auch gerade gleich noch eine wichtige Orga-Ansage. Ah, okay. Also wir sind doch ein bisschen begrenzt in der Zeit. Och, schade. Genau, aber es steht ja auch schon drauf, später auf der Konferenz. Also morgen ist ja auch noch ein Konferenztag und schnappt euch gerne die Referenten für ein persönliches Gespräch. Ja, danke auch nochmal von mir für den Vortrag, den ich ganz interessant fand. Hat mich an folgende Situation aus meinem Berufsleben erinnert. Ich arbeite für eine Kommunalverwaltung für die Stadt Dortmund. Und in der Verwaltung sind ja ganz viele verschiedene Stimmen organisiert. Und eine dieser Stimmen, die so aus dem eine Weltbereich kamen, aus dem Agenda-Prozess, die haben gesagt, hey Stadt, kauf doch mehr Fairphones. Ne, aus so Gründen, die jetzt auch hier schon angeklungen sind, hat mich auch überzeugt. Und dann hat das städtische Systemhaus gesagt, der IT-Dienstleister, nee, wir würden nicht gerne Android-Systeme kaufen, weil da ist der Update-Weg viel länger als bei iOS. Und jetzt frage ich mich, wie ich mit so einem Argument umgehen könnte. Erstmal nicht, weil ich die Update-Wege von iOS zum Beispiel überhaupt nicht kenne. Also da könnte ich jetzt überhaupt keine qualifizierte Aussage zu treffen. Ich weiß auch nicht, wie lang die genau jetzt die Lebenszyklen von solchen Telefonen wäre, aber für mich wäre jetzt eben ein Argument, was ich hier eigentlich gerade gebracht habe, Android, dadurch, dass es ein freies, offenes Betriebssystem ist, erhöht es die Chancen, dass die Telefone länger nutzbar sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein überzeugendes Argument für irgendeine Einkaufsabteilung ist. Eher nicht. Kein Argument für Telefon. Es kommt einfach auch noch, dass es Stock Android ist oder modifiziert ist. Wenn es Stock Android ist, was Google rausbringt, dann ist es kein Problem. Wenn nicht, dann ist der zusätzliche Hersteller auch noch involviert. Die hat binäre Kernel-Module, für die es keine Updates für neuere Kernels gab. Wollt ihr